Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den Lesemonat oder meinen Lesemonat von Oktober. Und ja, ich habe ein paar Bücher gelesen. Ich muss zwar sagen, ich war so ein bisschen in so einer kleinen Leseflaute. Oder ich hatte einfach meine Zeit anders genutzt als zum Lesen. Deswegen ist es nicht so viel, aber ich dachte mir, weil ich jetzt wieder monatlich Updates oder Lesemonate drehen möchte, drehe ich das jetzt auch und würde sagen, wir legen jetzt sofort los. Ich habe meinen Stapel Bücher hier vor mir und wir fangen jetzt an. Let's go! So, ich ziehe einfach von oben von meinem Stapel. Ich muss sagen, ich habe diesen Monat einiges an Reihen gelesen, auch so Zwischenbände von Reihen. Deswegen muss ich mal gucken, was ich euch da erklären kann. Aber wir fangen an mit diesem Buch hier und zwar ist das von Kyra Kess, Promised, die zwei Königreiche. Und zwar ist das der zweite Band der Diologie. Der erste heißt auch Promised. Und ja, hier steht drauf, für das Schicksal ihres Landes opfert sie alles, auch ihre Liebe. Und ja, ich kann jetzt zudem gar nicht so viel sagen, weil es einfach spoilern würde. Aber es geht halt quasi um ein Mädchen, die soll einen König heiraten, lernt dann aber einen anderen kennen, der kein König ist. Und ja, mehr kann ich leider nicht verraten, das würde einfach schon spoilern. Das war jetzt so eine ganz kurze Zusammenfassung von dem ersten Band. Also sie soll halt Königin werden, lernt dann aber einen anderen Jungen kennen, der bloß dort halt am Hof arbeitet. Und ja, das ist jetzt der zweite Band. Und ja, ich muss sagen, das ist ja von der Autorin von Selection und der erste Band wurde wirklich zerrissen. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich es sehr, sehr gerne mochte. Einfach weil es ein einfacher Schreibstil ist und schnell gelesen ist. Und ich glaube, dadurch, dass dieser erste Band so zerrissen wurde, das habe ich auch erst im Nachhinein gelesen, hat mir das so ein bisschen einen Dämpfer verpasst für den zweiten Band. Ich fand den auch sehr, sehr gut und mochte diesen Zweiteiler sehr, sehr gerne. Aber mir ist halt tatsächlich hier in dem zweiten Teil dann einfach aufgefallen, dass es sehr oberflächlich ist, nicht groß in die Tiefe geht und einiges sehr, 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 sehr schnell passiert, wo ich mir so dachte, okay, jetzt ganz plötzlich passiert das und ändert alles. Das ist mir dann hier in diesem Band tatsächlich auch mal aufgefallen. Aber sonst muss ich halt sagen, ich mochte beide Bände sehr, sehr gerne. Und der zweite Band ist jetzt auch ganz neu Ende Oktober rausgekommen. Und ja, wer jetzt was Einfaches, Schnelles lesen möchte, was in einem Königreich spielt, da kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Dann machen wir weiter und zwar mit diesem Buch hier von Kate Bryan, Private, Spiel mit, wenn du dich traust. Das ist der zweite Band der Reihe. Ich habe euch den ersten Band in meinem letzten Lesemonaten gezeigt, wo ich alle Lesemonate zusammen hatte. Und ja, hier geht es um Reed und Reed ist an eine neue Privatschule gekommen, beziehungsweise an so ein Internat und möchte halt dazugehören. Und es gibt dort die Billing Girls, die halt die hochnäsigen Zicken sind und sowas. Und dort möchte sie halt dazugehören. Und in dem zweiten Band geht es dann halt auch darum, was sie alles macht, um dort dazuzugehören. Und es passieren auch so noch ein paar komische Intrigen oder komische Sachen. Und ja, ich mochte das sehr, sehr gerne. Also ich finde die Reihe sehr, sehr gut. Das Problem ist halt nur, dass der dritte Band, also die ersten zwei Bände gibt es schon jahrelang. Der dritte Band kommt erst nächstes Jahr irgendwann raus, angeblich im August. Und im Englischen gibt es aber, glaube ich, insgesamt 6 Bände oder so. Ich bin mal gespannt, ob die komplette Reihe wirklich noch übersetzt wird. Aber ich mochte es sehr, sehr gerne. Also es lohnt sich eigentlich zu lesen. Dann machen wir weiter und zwar mit zwei Weihnachtsbüchern. Ich bin jetzt schon voll im Weihnachtsfeeling. Deswegen musste ich schon zwei Weihnachtsbücher lesen. Und wir fangen an mit einem Kinderbuch. Und zwar Lakritz in Lappland. Eine Weihnachtsgeschichte in 24 Kapiteln. Ist jetzt zum Beispiel dann so gedacht, dass man jeden Tag bis zum Heiligabend ein Kapitel liest, aber ich lese sowas in einem Rutsch durch. Und es war einfach sehr, sehr süß. Und hier geht es um den jungen Bruno, der sehr, sehr gerne Weihnachten feiern würde. Allerdings mag sein Vater überhaupt nicht Weihnachten, deswegen hält er sich natürlich von all dem fern
Und plötzlich taucht ein kurioses Mädchen auf und nimmt ihn auf eine große Reise mit an den Nordpol. Und dort erfährt er dann auch ein großes Weihnachtsgeheimnis. Und ja, ich fand es sehr, sehr süß. Es ist halt auch teilweise ein bisschen bebildert, weil es halt für Jüngere ist. Aber ich fand es sehr, sehr niedlich und kann ich empfehlen, auch für, wie gesagt, für Jüngere. Hier steht drauf, ab 8 Jahre. Ich fand es einfach sehr süß. Dann machen wir weiter und zwar mit diesem Buch hier von Emily Lewis, Weihnachtsküsse und Schneegestöber. Und hier geht es um Vanessa. Ja, ich habe mich hier dann angesprochen gefühlt. Und zwar reist sie mit ihrer Oma nach Cambridge, um dort die Hochzeitsreise ihrer verstorbenen Eltern nachzuerleben. Beziehungsweise sie möchte für ihren Blog die Hochzeitsfotos nachstellen. Und deswegen reist sie dort nach Cambridge mit ihrer Oma, um dann dort diese Hochzeitsreise nochmal so zu erleben und ihren verstorbenen Eltern nahe zu sein. Und sie trifft dort auf Trevor, der sehr, sehr nett und romantisch ist. Und ja, er zieht sich dann aber auch plötzlich wieder zurück und das macht ihren Aufenthalt auf einmal so ein bisschen traurig. Und ja, aber ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr süß. Es ist leider jetzt nicht so groß weihnachtlich. Es spielt zwar zur Weihnachtszeit, aber es hat jetzt nicht so viel mit Weihnachten zu tun. Und es ist nicht nur eine Liebesgeschichte, es geht auch um diese Reise von ihrer Oma und ihr. Fand ich sehr, sehr süß, kann ich empfehlen. Und zum Schluss war ich dann auch sehr, wie soll ich das sagen, sehr glücklich, weil dann halt noch so ein paar Sachen passiert sind. Es gibt auch noch ein Familiengeheimnis. Fand ich sehr, sehr süß. Dann machen wir weiter mit diesem Buch hier und zwar von Jasper de Witt, Der Angstsammler. Und hier geht es um Parker. Genau, Parker ist Psychiater und startet seinen neuen Berufsgang an einer neuen Klinik. Und dort gibt es einen Patienten, und zwar Joe, den alle fürchten und der seit Jahren in einem Zimmer gesperrt ist, nicht raus darf und wirklich nur ein paar ausgewählte Pfleger dürfen zu ihm rein. Und Parker ist da sehr interessiert dran, wieso Joe nicht geheilt werden kann und möchte sich dieser Aufgabe annehmen. Allerdings, ja, ach so, ich muss noch dazu sagen, dass jeder Arzt, der mit Joe zusammengearbeitet hat, sich crazy geworden ist. Also hier steht, jeder, der mit ihm spricht, verliert den Verstand oder begeht Selbstmord. Und ja, Parker möchte deswegen, also der neue Psychiater möchte auf den Grund gehen, warum das so ist und setzt sich an diesen Fall. Und ja, ich muss sagen, ich fand es echt gut. Also es war wirklich spannend. Doch, ich fand es wirklich gut. Also ich muss sagen, ich saß da wirklich so dran und dachte mir so, ich muss weiterlesen. Und ich fand es sehr, sehr gut. Muss allerdings dazu sagen, dass es in die Horrorrichtung geht, also was halt nicht real ist. Und ja, das muss man wissen. Es ist jetzt kein Thriller oder Krimi. Es geht halt wirklich in die Horrorrichtung. Dann machen wir weiter und zwar mit diesem Buch hier von Andreas Eschbach, Gliss, Tödliche Weite. Und das habe ich netterweise als Rezensionsexemplar vom Verlag bekommen, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, denn ich wollte es sowieso haben. Und hier geht es um die Stadt Hope. Und es gibt ja drei Jugendliche, die dort in dieser Stadt leben. Und diese Stadt ist umgeben von Gliss. Das ist quasi die unendliche Weite. Niemand weiß, was dort hinter ist. Jemand, der dieses Gliss betritt, kommt nie wieder zurück. Es gibt auch keinen Halt auf diesem Gliss. Also es ist, sie sind halt quasi dort abgelegen. Es gibt einfach kein Leben hinter diesem Gliss. Und die drei Freunde wollen das aber nicht so ganz glauben. Und eines Tages wird halt plötzlich ein toter Mann ans Ufer geweht. Und die drei Freunde sind dann der Meinung, dann muss es ja doch irgendwo Leben geben hinter dieser Weite, dieser unendlichen Weite. Und ja, sie begeben sich auf eine Reise, das kann ich noch sagen, und sind oder entdecken sehr, sehr viel.
Und ja, ich muss sagen, ich mochte es gerne, allerdings habe ich mir noch ein bisschen mehr erhofft. Also es klang spannender, als es ist. Es war auch so ein bisschen vorhersehbar. Oder ich konnte mir immer dann schon fast denken, was passiert. Aber ja, sonst fand ich es eigentlich ganz interessant. Kann man gelesen haben, aber es war jetzt nicht ultra spannend. Also ich habe wirklich gedacht, es passiert noch ein bisschen mehr. Und ja, sieht aber auch sehr, sehr cool aus. Und dann kommen wir zu den letzten zwei Büchern, und zwar auch von einer Reihe, und zwar von ich weiß immer noch nicht, wer der Autor eigentlich ist. Und zwar ist es einmal Katie's Ring und Katie's K. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher der zweite, welcher der dritte ist. Egal, auf jeden Fall, der erste heißt Katie's Book. Und es ist halt so in Tagebuchform geschrieben, es sind auch noch Zeichnungen und sowas drin. Und ja, die Sache ist jetzt die, ich kann euch hier einfach nicht viel erzählen, denn das erste Buch geht es halt quasi um das Tagebuch von Katie, und sie lernt einen Jungen kennen. Es ist aber keine Liebesgeschichte, eine typische Jugendliebesgeschichte oder sowas. In dem ersten Band am Ende erfährt man dann halt was über diesen Freund, und darauf beziehen sich dann diese zwei Bände. Es ist jetzt ein bisschen, ich kann das nicht erzählen, weil es würde den kompletten ersten Band spoilern. Wenn ich jetzt einen Satz sage, oder eigentlich schon ein Wort würde reichen, um den kompletten ersten Band zu spoilern. Ja, ich fand es ganz okay. Deswegen, ich möchte euch jetzt nicht so viel dazu erzählen. Ich kann auf jeden Fall, ja, ihr müsst es einfach lesen. Und ja, ich fand es okay. Es soll sich auch nicht ultra spannend, aber es war okay, aber müsste ich jetzt nicht nochmal lesen. Es hat sich dann so irgendwann so ein bisschen lang gezogen, fand ich. Und ja, das war mein Lesemonat von Oktober. Wie gesagt, irgendwie nicht so viel, weil ich mich einfach zeitlich ein bisschen mit was anderem beschäftigt habe und dann nicht so viel Zeit zum Lesen hatte. Aber ich denke mal, es war okay für einen Lesemonat. Und ja, falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas davon schon gelesen habt. Und wie ihr es fandet. Und es war noch viel Neue dabei. Also der Eschbach war neu. Dieses Gliss, dieser Angstsammler war neu. Promise It war neu. Ja, die kamen jetzt alle erst so im Oktober raus. Und habe ich dann sofort gelesen. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder. Und damit ihr nichts davon verpasst, könnt ihr gerne auf den roten Abonnieren-Button drücken. Der ist immer unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!